Do-it-yourself, die Frau Stammbauer hat schon gesagt. Und vom Museum. Das ist natürlich eine interessante Verknüpfung. Und bei Do-it-yourself, was liegt da näher? Und bei Rundfunk und Museum, ist Radio denn von gestern, weil es im Museum ist? Oder bewegen wir uns eher im Museum der Zukunft, wie das ja jetzt thematisch ist, dass Museen die Zukunft ausstellen, und bewegen uns in der neuen Medienwelt, in der aktuellen und neuen Medienwelt? Und das Do-it-yourself heißt natürlich dann auch, Sendungen, die machen wir jetzt einfach selbst. Was brauchen wir da Fernsehen und Radio dazu? Und wie man das macht, und ich habe mich einem Selbstversuch unterzogen vor 2 Wochen, habe einen YouTube-Kanal gegründet, dass ich Ihnen jetzt auch live und aus eigener Erfahrung im Laufe des Vortrags sagen kann, wie werde ich denn YouTuberin, wie werde ich denn Podcaster oder Podcasterin, zumindest eine Mini einleiten. Vielen Dank auch nochmal der Frau Stallbauer für die nette Einführung und dass ich den Vortrag hier mal halten kann, im Rahmen auch von Frauentag. Das macht immer besonders Freude, weil in meinen Vorträgen natürlich auch immer berufsbedingt, weil ich Diplom-Ingenieur bin und Nachrichtentechnik studiert habe und die einzige Frau war im ganzen Semester bis zum Abschluss, meinen ganzen Lebensweg viel unter Männern verbracht habe und weniger unter Frauen. Und deswegen hat auch immer bei mir dieses Thema Gender, Frauen in MINT-Berufen, in technischen Anwendungen, in sowas wie Podcast, YouTube, immer einen Stellenwert in meinen Vorträgen. Ja, Radio, Fernsehen von gestern. Machen wir das jetzt selbst? Ja, und ich drücke die falsche Maustaste, klar, weil ich zu Hause meine Maus umgestellt habe von rechts auf links. Gehe ich jetzt eher über die Cursor-Tasten hier. Ja, was haben wir heute vor im Rahmen des Vortrags? Das große Thema steht auch in der Ankündigung, es wird gehen um Podcast, um YouTube und um Influencer. Standinnen natürlich immer. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus, dass nicht auf allen Folien Standinnen steht, aber dann wäre es kaum die Folie übersichtlich geworden. Also es ist an manchen Stellen und manchen Stellen nicht. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich erst einmal auf die Begriffswelt eingehen für diejenigen, die jetzt nicht ganz so firm sind in dieser neuen Medienwelt. Was ist denn eigentlich ein Podcast und so weiter? Und dann möchte ich ganz gern auch erst noch einen Ausflug in die technischen Voraussetzungen machen, nachdem wir ja auch hier mit Technik umgeben sind. Was hat denn überhaupt an Entwicklung stattfinden müssen, dass wir in der Lage sind, heute Podcast, YouTube-Kanäle und Ähnliches zu machen. Und da war natürlich das Internet ganz großer Faktor dabei.